hier zum Zweiteiler der Bodenbearbeitung. Eigentlich wollte ich keinen Zweiteiler draus machen, aber ich habe gemerkt, es wird einfach zu lang und deshalb machen wir zwei Teile draus. Was steht heute an? Heute steht an das Stückchen, was wir schon vorgefräst haben bei der Grassode, wird heute umgegraben und wird nochmal durchgefräst. Und die Fläche, wo ich gestern durchgefräst habe, fräse ich heute nochmal durch. Ja, ich bin einer, ich habe es lieber doppelt, aber dafür gut. Heute ist der letzte Tag, wo es so schön herrlich sein soll. Deshalb werde ich auch jetzt das gleich angehen. Und aber ich würde sagen, wir laden erstmal den Hänger. Weil die Grassode muss weg. Ne? Die kann ich nicht einfach hier so liegen lassen. Und die fahre ich bei uns auf dem Grundstück in die alte Teiche rein. Und da können sie dann verrotten. Ja, hier unter mir liegt jetzt das, was auf den Hänger muss. Und das laden wir jetzt mal auf. Eine Schubkarre gibt's noch. Die alten Grünkohlpflanzen nehme ich auch gleich mit, sind sie auch weg. Ich habe sogar noch eine Rosenkohlpflanze vom letzten Jahr. Ich fahre jetzt gerade den letzten Schubkorn weg und dann geht's ans Umgraben.
Gartenfreund will ich jetzt noch das Stückchen umgraben. Was ich aber nochmal erwähnen möchte, ich mache das nicht, weil ich jemanden ärgern will oder weil ich jetzt einfach nur Bock auf eine größere Gatte habe. Nein, ich will mehr anbauen und jetzt, wo Corona da ist, man weiß nie, wie es weitergeht. Und wir haben März, es wird jetzt langsam Frühjahr und ich kann hier immer wieder Grassamen draufschmeißen, das ist gar kein Thema. Und mir geht es dann einfach nur um die Natur. Hier drüben soll ja der Blumenstreifen entstehen und hier soll dann hauptsächlich Salat rein. Ja. Und das grabe ich jetzt erstmal um und dann sehen wir weiter. Hätte ich beinahe den Dünger vergessen. Ja, wie ihr gesehen habt, das war keine Sache von 10 Minuten. Ich weiß sogar ziemlich genau 9 Minuten und 2 Sekunden, das hier umzugraben. Hier geht es nachher nochmal mit der Fräse durch. Und dann kann es hier eigentlich losgehen, gell? Puh, aber wenn es jetzt schon wärmer ist, ist so Arbeit ganz schön anstrengend. Jetzt habe ich überlegt, jetzt fahre ich erstmal den Hänger weg, dass der abgeladen wird. Die Gobbel. Keine Kraft mehr. Die Gobbel muss mit. Ihr könnt ja mal hier oben abstimmen. Hier oben. Oder da oben. Ob ihr auch gerne einen Garten hättet. Es ist ja auch so, die in der Großstädte müssen ja, was weiß ich, wie lange auf den Garten warten. Ich kann mich halt glücklich schätzen, dass ich einen habe. Und den Garten tue ich halt auch mit Würde machen, weil der Garten hat von meinem besten Freund dem Opa gehört. Und es war einfach ein guter Mensch. Von daher tut man sowas nicht verschandeln. Sowas trägt man in Ehre. Die Show sauber machen. Wie war das, wenn der Boden an den Schuhen klebt, man nicht auf den Acker geht? Aus dem Grund warte ich jetzt noch. So, der Hänger ist geladen. Jetzt fahre ich ihn erstmal weg.
Jetzt beim Videoschneiden habe ich gemerkt, es wird doch ein Dreiteiler, weil länger wie 15 Minuten will ich das Video eigentlich nicht machen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum dritten Teil von der Bodenbearbeitung. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Genießt den Sonntag noch. Macht's gut. Ciao.